Setz dich aufrecht hin, die Augen geschlossen. Nimm einen tiefen Atemzug und entspanne deinen Körper. Spüre deinen Körper. Und entspanne ihn noch mehr. Spüre wie dein Körper zur Ruhe kommen. Und atme tief durch die Nase ein. Halte deinen Atem an. Und atme aus. Entspanne. Atme durch die Nase ein, langsam und tief. Halte deinen Atem an und ausatmen, entspannen. Entspann dich noch mehr. Tief einatmen durch die Nase, den Atem anhalten. Und ausatmen. Entspann deinen Körper. Bleib in diesem Zustand. Jetzt wird es Zeit, dir deiner unbewussten Gedanken bewusst zu werden, so bewusst, dass sie deiner Aufmerksamkeit nie wieder unbemerkt entgehen. Welche Gedanken sind das, die du nicht in deine Zukunft mitnehmen möchtest? Weil sie mit deiner alten Persönlichkeit verknüpft sind, schau sie dir an, merke sie dir. Mach sie dir ganz bewusst. So bewusst, dass sie dir nie wieder unbewusst durchschlüpfen. Präge sie dir ein in dein Gedächtnis und wiederhole das noch einmal. Heute lässt du sie dir nicht mehr durchrutschen. Welche Verhaltensweisen, welche Gewohnheiten, Dinge, die du unbewusst tust, die du unbewusst sprichst, möchtest du verändern? Was für Verhaltensweisen sind das? Beobachte dich selbst dabei und stell fest, wie du dich verhältst und erinnere dich selbst daran, dass dieses Verhalten nichts in deiner Zukunft zu suchen hat. Mach dir diese Dinge so deutlich bewusst, dass du nie wieder unbewusst in diese Gewohnheiten verfällst,
Was hörst du auf zu tun? Präge dir das in dein Gedächtnis ein, damit du dich tagsüber dabei ertappst. Das ist Veränderung. Und welche Emotionen, welche Gefühle erlebst du, die dich weiterhin an vergangene Erfahrungen binden, die du nicht in deine Zukunft nehmen möchtest? Welche Gefühle holen dich in dein altes Ich zurück und beeinflussen dein Denken? Benenne sie. Das sind deine Gefühle, durch die du deine Zukunft nicht mehr sehen willst. Wegen diesen Gefühlen betrachtest du deine Zukunft durch die Brille der Vergangenheit. Welche Gefühle, welche Emotionen musst du bemerken, dir bewusst machen, damit du deine Energie nicht absinken lässt? Mach sie dir jetzt bewusst. Erinnere dich daran, wer du nicht mehr länger sein willst, und präge dir das gut in dein Gedächtnis ein. Gedanken, Verhaltensweisen, Gefühle, die zum alten Ich, zur alten Persönlichkeit gehören. Genau derer musst du dir den ganzen Tag über bewusst sein. So deutlich bewusst, dass du nicht mehr unbewusst ins alte Ich zurückfällst. Und jetzt ist es Zeit, eine ganz neue Persönlichkeit zu erschaffen, die zu einer neuen persönlichen Wirklichkeit wird. Es ist Zeit, deine Energie zu verändern und zu jemand anderem zu werden. Welche Gedanken willst du in deinem Gehirn vernetzen und abfeuern? Welche willst du mit deiner Aufmerksamkeit und Absicht verstärken, sodass sie zu deiner inneren Stimme werden, die dir Mut machen? Schau sie dir an, wiederhole sie, fühle sie. Installiere die Netzwerke, die Hardware, durch die sie zu deiner natürlichen Denkweise werden. Und noch einmal erinnere dich an diese Gedanken. Fühle sie, damit du sie dir merkst, und wiederhole sie, bis du dich immer leichter an sie erinnerst. Und noch einmal, feuere sie ab, verbrate sie und lass dich mit Gefühl darauf ein, damit du dich daran erinnerst. Sie wird die neue Stimme in deinem Kopf sein. Und noch einmal, fühle es. Wie wirst du dich heute verhalten? Was wirst du heute tun? Worauf wirst du heute achten? Spiel es innerlich durch, worauf du heute achten wirst, wenn du deine Augen wieder öffnest. Wie wirst du dich heute bei bestimmten Menschen in bestimmten Situationen verhalten? Lege es als Hardware in deinem Gehirn an. Wer wirst du sein, wenn du deine Augen wieder öffnest? Noch einmal
Geh in Gedanken durch, wie du dich heute verhalten wirst. Bis zu dem Punkt, wo du siehst, wie du stehst, wie du gehst, wie du atmest, wie du lächelst. Und was du tust, programmier dein Gehirn auf diese Handlungen und verdrahte, verändere dein Gehirn allein durch deine Gedanken. Verdrahte deine emotionalen Netzwerke. Noch einmal. Je öfter du es innerlich durchgehst, desto leichter wird es von Mal zu Mal, dich genau so zu verhalten. Fühle es. Erlebe es. Und jetzt bring deinem Körper bei, wie sich deine Zukunft emotional anfühlt. Lass sie ihn jetzt fühlen, noch bevor sie eingetroffen ist. Welche Emotionen wirst du empfinden, wenn du in deinem neuen Ich, in deiner Zukunft angekommen bist? Fühle es mit deinem ganzen Herzen. Und erlaube deinem Körper, deinem Geist zu folgen. Fühle es und konditioniere deinen Körper auf deine Zukunft. Fühle es, spüre es, erlebe es. Lass dich ganz darauf ein und gib deinem Körper einen Vorgeschmack auf deine Zukunft. Mit einem erhebenden Gefühl. Fühle es. Verkörpere es. Werde dazu. Und versetze dich ganz in deine Zukunft hinein. Noch mehr. Fühle es. Ist deine Verbindung zu deiner Zukunft. Und erinnere dich gut an dieses Gefühl. Es ist deine Verbindung zu deiner neuen Zukunft, zu deiner neuen Persönlichkeit und deiner neuen persönlichen Wirklichkeit. Spüre es und präge dir dieses Gefühl gut ein. Wechsle aus dem alten Ich in ein neues Ich und investiere in dich selbst und dadurch in dein neues Leben. Glaube an dich selbst. Dann glaubst du an deine Möglichkeiten. Erinnere dich auch daran, wer du nicht mehr sein möchtest. Und erinnere dich besonders daran, zu wem du werden wirst. Übe es jeden Tag. Beobachte, was sich verändert. In dir und überall um dich herum. Verändere dein Bewusstsein, deinen Geist, verändere dein Leben. Jetzt bist du bereit für ein neues Leben. Hol deine Aufmerksamkeit jetzt ganz langsam zu deinem neuen Körper zurück, zu einem neuen Leben, zu einer ganz neuen Zukunft und einer ganz neuen Zeit. Und sobald du bereit bist, öffne deine wunderbaren Augen
präsentiere dich der dreidimensionalen Welt im Hier und im Jetzt. Teile und like das Video und übe, bleib dran. Erinnere dich immer wieder an dein neues Ich. Wie schön, dass es dich gibt. Abonniere gern meinen Kanal und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder begegnen. Alles Liebe von Herzen.